die neue Plattform für Jugendliche www.nova-bz.org, die in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen entstanden ist, ist heute Vormittag im Landtag vorgestellt worden. Politische Bildung fängt bei der Jugend an. Der Landtag hat deshalb schon vor Jahren eine eigene Webseite für Jugendliche eingerichtet. Jetzt haben wir beschlossen, sie zu erneuern und zu einem neuen virtuellen Ort zu schaffen, an dem junge Leute, die sich für Politik und Zeitgeschehen interessieren, nicht nur Informationen sammeln, sondern ihre eigenen Beiträge dazu veröffentlichen können. Diese neue Seite heißt Nova. Für die Entwicklung dieser Seite haben wir die Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen um Mitarbeiter gebeten. Professor Christian Uppmeier, Doktorand Matteo Bramio haben nicht nur Universitätsdozenten, sondern auch Schulklassen einbezogen, um die Bedürfnisse von Mädchen und Jungen besser zu verstehen. Die Fakultät für Design und Künste und Professor Christian Uppmeier haben mit Begeisterung die Anfrage des Südtiroler Landtags angenommen, die alte Website für Jugendliche zu überarbeiten. Also die Seite bestand ja schon als Jugendseite und sie ist im Grunde mit der Anfrage des Landtags an die Fakultät für Design und Künste, wollt ihr ein neues Design machen, könnt ihr uns da helfen, haben wir diese Initiative ergriffen und erstmal die Schulen befragt. Erstmal uns gefragt, was wollen eigentlich die möglichen Nutzer dieser Seite? Und daraus hat sich schnell ergeben, dass dieses Potenzial da ist, dass man diese Seite auch dynamischer macht, sprich Inhalte erneuern, eine partizipative Arbeit ermöglichen kann, dass also auch Jugendliche sich da einbringen können. Der ganze Prozess war im Grunde partizipativ. Wir haben am Ende mit 250 Leuten gesprochen und jungen Leuten gesprochen. Wir haben auch den Namen am Ende mit Unterstützung der Jugendlichen in Workshops herausgefunden. Auf nova-bz.org befinden sich bereits einige Beiträge, die von Jugendlichen entwickelt wurden, wie zum Beispiel der von George Lungo vom Institut Claudia de Medici. Auch Melanie Riquermo und Sarah Gasser vom Marie-Hüber-Gymnasium in Bozen haben mit ihrer Klasse Beiträge erarbeitet, die in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Ich bin heute da, weil ich ein Projekt für die Plattform Nova vorgestellt habe, was ich gemeinsam mit meiner Klasse gemacht habe. Und wir besuchen das Maria-Huber-Gymnasium in Bozen. Wir haben das Projekt gemacht, weil wir einfach eine politisch sehr engagierte Klasse sind und wir uns einfach für die aktuellen Themen und Probleme in der Gesellschaft, aber halt wie gesagt auch in der Politik interessieren. Und wir haben einfach gewählt, einmal so zu sagen, was für uns aktuell die Probleme sind, die was wir sehen und wie man die vielleicht beseitigen kann. Und ja, wir haben uns einfach mal beteiligen gewählt und abstehen gewählt, anstatt halt nicht zu reden. Nun liegt der Ball bei allen Jungen und Mädchen, die sich bei der Redaktion von nova-bz.org zu Wort melden wollen. Wir können also sagen, dass Nova ein Portal ist, das von jungen Menschen für junge Menschen geschaffen wurde. Willkommen in Nova.